Na seht ihr, war doch gar nicht so schwer. Und schon seid ihr auf dem anderen Channel, der Whisky Lovers Wednesday Channel. Also nochmal, hier wird es ausschließlich um... jetzt fällt mir gerade ein, für Leute, die das erste Mal auf den Channel kommen, muss das ein ganz schön verwirrendes Video sein. Kurzer Abriss davon, ich habe noch einen zweiten Channel, wo ich vorher alles ein bisschen zusammengemischt habe. Der Channel hier beinhaltet jetzt nur Whisky ab sofort. Also, viel Spaß im Video. So, also, du hörst mich. Ja, okay. Dann würde ich quasi ab jetzt wieder übernehmen. Würde ich sagen. Also los, du bist dran. Also, willkommen auf meinem neuen alten Kanal. Schön, dass ihr hier rüber gewechselt habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wie gesagt, nur ein ganz kleiner... unten auf den Abonnieren-Button und schon bekommt ihr regelmäßige Whisky-Updates hier auf dem Kanal. Willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video verrate ich euch meine drei absoluten Top-Whiskys. Das sind quasi die Whiskys, die mir den Verstand rauben. Das sind alles teure Whiskys, also für den einen mehr, für den anderen weniger. Ich finde, es sind teure Whiskys, gleichzeitig ist es gerade so die Grenze, die bewegen sich alle so in dem Bereich zwischen 150 und 180 Euro. Gleichzeitig ist es gerade so die Grenze, wo man sagen kann, okay, hier bekommt man jetzt für das Geld noch wirklich einen Mehrwert. Darüber hinaus wird es dann schon langsam schwierig. Genug vorne weggebrabbelt, starten wir gleich mit dem ersten Whisky. Bushmills 21 Jahre Madeira Finish. Hier fällt immer die Flasche so ein bisschen raus, deswegen muss ich hier vorsichtig sein. Der erste richtig gute Whisky, den ich mir vor langer, langer Zeit gekauft habe, das ist jetzt mittlerweile auch schon die zweite Flasche, weil ich die erste getrunken habe. Die zweite, wie ihr seht, ist noch komplett jungfräulich. Ich habe den vor einigen Jahren noch für 90 Euro gekauft. Jetzt mittlerweile kostet er um die 150 Euro, roundabout. Ist aber wirklich ein ganz, ganz fantastischer Whisky. Ja, ich sage euch ein bisschen was über Bushmills selbst und über den Whisky natürlich auch. Da habe ich mir ein bisschen was vorbereitet. By the way, Slantje, with this, I like it very much. My first ever tasted single malt. Habe ich gerade Englisch geredet? Alter Schwede, ich bin ja sowas von im Modus. Die Bushmills Destillerie, die wurde offiziell das erste Mal erwähnt als Destillerie, also offiziell gebrannt haben sie ab 1784. Aktuell gehören sie zu dem mexikanischen Spirituosen-Großhändler José Cuervo. Vor ein paar Jahren haben sie da eben den Besitzer gewechselt. Es ist die zweitgrößte Destillerie in ganz Irland und jährlich füllen sie ungefähr 4,5 Millionen Liter Spirit ab. Was ist besonders an den Whiskys von Bushmills? Und zwar, die Whiskys werden dreimal destilliert. Also die laufen dreimal den Destillationsprozess durch, woraus ein sehr weicher, ausgeglichener Malt wird, der keine großen Ecken und Kanten hat, aber dafür auch keine negativen Einflüsse hat. Also sehr, sehr weiche Spirits, die da rauskommen. Die meisten Destillen, sowohl in Schottland als auch in Irland, destillieren zweimal, eigentlich weltweit. Bushmills allerdings permanent, nonstop dreimal. Ja, der Bushmills hier, der Madeira Finish, der ist ganz stark geprägt durch Sherry- und Bourbonfässer, in denen er heranreift. Und dann am Ende bekommt er einen Finish in Madeira-Fässern. Das gibt ihm eine natürlich starke Sherry-Last, viele Früchte, dunkle Aromen. Ein 21-Jähriger, der kommt natürlich einiges aus dem Fass mit durch. Deswegen hat er ganz tiefe und dunkle Fruchttöne. Ich habe mir noch so eine Würzigkeit aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wer von euch Panforte kennt. Das ist so ein italienisches Trockenbrot. Das schmecke ich da auch noch total gut raus. Dann noch Zartbitter-Schokolade-Einklänge mit dabei. Natürlich auch durch das Sherry-Fass. Und in den Abgang rüber dann eine tolle Eichenlast, eine tolle Malzigkeit. Bushmills Whiskys sowieso finde ich immer sehr, sehr angenehm. Malzige Whiskys, die haben so eine süße Malzigkeit. So auch der. Und der Abgang von dem, der dauert einfach
unfassbar lang. Also für einen nicht rauchigen Whisky hat man den stundenlang im Mund. Das ist ein wirklich, also ich liebe diesen Whisky. Deswegen, das ist definitiv einer meiner Top 3 Whiskys. Na, ich muss mal hier ein bisschen Platz machen. So. Und zwar ist es der sensationell gute Glenmorangie Signet. Ich wuchte dieses unfassbar schwere Teil mal hier in die Kamera. Also wirklich eine unglaublich hochwertige Verpackung. Ja, also was kann man zur Destillerie Glenmorangie sagen? Ich denke, sie wird jedem ein Begriff sein. Jeder kennt diese sensationell gute Highland Destillerie Glenmorangie. Sie wurde gegründet offiziell, ich muss sie immer so ein bisschen spicken, ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben, das habe ich natürlich nicht alles im Kopf. Sie wurde 1843 offiziell gegründet, haben natürlich wie die meisten Destillerien vorher auch schon destilliert, alles schwarz und illegal dann natürlich. Aber 1843 ist sie das erste Mal namentlich in den Büchern als Destillerie aufgetaucht. Aktuell gehört die Destillerie zum Louis Vuitton Mo Hennessy Konzern dazu. Glenmorangie hat sich seit vielen Jahren schon total gut etabliert in allen möglichen Bereichen als milder und runder Malt, also als einfacher, viele sagen auch sommerlicher Malt, vor allem die jüngeren Whiskys, also Zitrusfruchtnote und so auch die älteren Whiskys, wenn auch nicht ganz so stark wie die jüngeren. Die Brennerei, wie ich vorher schon gesagt habe, liegt in den Highlands und die produzieren ungefähr 6 Millionen Liter, glaube ich, waren es im Jahr. Was gibt es Besonderes über Glenmorangie zu sagen? Nun, dieser besonders weiche und unique. Gibt es das überhaupt in Deutsch? Einmalig, ja! Also dieser besonders weiche und einmalige Charakter von Glenmorangie, der ist bedingt durch die relativ hohen Brennblasen, die lassen den Spirit oft zurücklaufen, dadurch kommt eben ein sehr schönes Fruchtaroma raus und diese ganzen schweren Stoffe, die bleiben eben alle in der Brennblase zurück und kommen eben nicht in das fertige Destillat rein. Was gibt es jetzt im Speziellen über den Glenmorangie Signet zu sagen, der ja einer meiner Top 3 Whiskys ist? Der Glenmorangie Signet, das ist, finde ich, einer der am besten ausbalanciertesten Single Malts ohne Altersangabe. Ohne Altersangabe bedeutet, es können ganz junge Single Malts drin sein, es können aber auch besonders alte Single Malts drin sein. Und da liegt es jetzt natürlich, da kommt es jetzt ein bisschen so auf das Geschick, auf das Fingerspitzengefühl vom Master Distiller, vom Master Blender in dem Fall an, wie der die Fässer vereinigen kann. Also das ist noch ein bisschen was anderes als zum Beispiel der Johnny Walker Blue Label, das ist nämlich ein Blended Whisky, kein Blended Single Malt. Das bedeutet, dass da auch noch andere Teile einfach mit dazukommen bei dem Johnny Walker, wie zum Beispiel Grain Whiskys. Hier der Glenmorangie Signet, das ist ein Single Malt Scotch Whisky. Das bedeutet, dass ausschließlich Single Malts reinkommen. Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass der älteste Whisky, der hier mit drinnen ist, um die 40 Jahre hat. Also knapp an die 40, 38, 39, 40 Jahre in dem Range ungefähr. Der jüngste, keine Ahnung, weiß ich jedenfalls nicht, vielleicht weiß es irgendjemand von euch. Jedenfalls, das Geschmacksprofil von diesem Whisky ist Wahnsinn. Ich habe den das erste Mal probiert, als kleine Probe auch. Ihr solltet die Whiskys ungefähr 20 Minuten im Glas lassen, bevor ihr das erste Mal wirklich riecht, bevor ihr sie das erste Mal wirklich in die Nase bekommt und probiert, verriecht und alles. 20 Minuten im Glas, damit die ein bisschen ausdampfen, tut ihnen allen sehr, sehr gut, allen drei Whiskys. Ich habe mir zwar aufgeschrieben, was ich damals alles rausgeschmeckt habe, damit will ich jetzt das Video aber nicht in die Länge ziehen. Im Wesentlichen kann man sagen, dass der in sich komplett geschlossen ist. Der hat keine Ecken und Kanten, der hat nichts, das irgendwo rauslagert und hat aber so viele Aromen, die er mit abdeckt, dass es eigentlich in dem Video, ich könnte euch jetzt alles Mögliche sagen. Man schmeckt altes Leder. Ich habe mir eingebildet damals, eine ganz minimale Rauchnote im Hintergrund, ganz spät aber erst wahrzunehmen.
was natürlich im Vordergrund steht, viele Trockenfrüchte, dunkle Trockenfrüchte, eine wahnsinnige Würze, eine tolle Eichennote, das Eichenfass, in dem der Whisky gereift ist. Also der Whisky, muss man wissen, ist in frischen Weißeichenfässern gereift und das gibt einfach so einen unheimlich milden Eichenholzcharakter. Und nach den Weißeichenfässern ist er dann noch in Oloroso-Sherry-Fässern gelegen und noch in ein paar anderen Weinfässern, die, also ich weiß sie jedenfalls nicht, bekannt sind. Jedenfalls kommt da ein super komplexer, unfassbar leckerer Malt raus. Also jeder, der diesen Malt bisher probiert hat hier, war einfach umgehauen. Ja, roundabout vom Preis her sind wir beim Glenmorangie Signet bei, ich glaube im Moment steht er bei 150, 160 Euro in der Richtung ungefähr, also auch kein günstiger Malt, vor allem ohne Altersangabe, also viele, vor allem die Altersangabe-Fetischisten, die werden sich jetzt die Haare raufen und sagen, da gibt es doch ganz andere Whiskys dafür, zum Beispiel den Bushmills, 21 Jahre, ja, stimmt schon, aber ganz ehrlich, wenn der Whisky schmeckt, wenn das Erlebnis einfach passt, dann ist es mir doch egal, ob da ein Alter draufsteht oder nicht. Da reicht mir einfach bloß so eine Flasche ohne Alter. Alles gut? So, Nummer 3, 6 nicht, 3. Haha! Und zwar ist es meine größte Überraschung 2021. Und zwar habe ich den geschenkt bekommen zum Geburtstag. Danke, Papa, an der Stelle. Ja, ich bringe meinen alten, noch nicht ganz so alten, aber vielleicht schon ein bisschen alten Herrn auch immer näher an das Whisky-Game heran. Und wie von dir vermutet, er taucht tatsächlich in einem Video auf. Ja, es ist der Glengoyne, 21 Jahre alt. Ich muss gestehen, ich hatte den schon öfter mal auf dem Zettel. Habe mich aber dann aus Gründen, die ich jetzt nicht mehr unbedingt nachvollziehen kann, nie wirklich dafür entschieden. Wahrscheinlich, weil es einfach ein ziemlich teurer Whisky ist und den hätte ich vorher eigentlich gerne dann in einer kleinen Probe probiert, um eben sicher zu sein, dass wenn man schon so ein Geld ausgibt, dass es sich auch rentiert. Deswegen bin ich umso mehr überrascht gewesen oder happy gewesen, als ich den dann tatsächlich bekommen habe, probiert habe und festgestellt habe, der ist ja wirklich so geil, wie alle sagen. Glengoyne wurde das erste Mal 1833 als produzierende Destillerie in den Büchern erwähnt. Die Brennerei liegt in den südlichen Highlands und zwar schon fast an der Grenze zu den Lowlands eigentlich. Lustigerweise sind die Warhouses nämlich zum Beispiel schon in den Lowlands, aber die Destillerie selbst noch in den Highlands. Das ist die südlichste Destillerie, die es in den Highlands gibt. Die Destillerie gehört zu Ian McLeod Distillers Limited und produziert 1,1 Millionen Liter im Jahr. Was macht die Whiskys von Glengoyne einzigartig im Vergleich zu anderen Whiskys? Und zwar geht es da um das Herzstück, also um das Cutten von den Whiskys. Es gibt einen Vorlauf, der wird beim Whisky weggecuttet, dann gibt es das Herzstück und den Nachlauf. Vor- und Nachlauf nimmt man raus vom Destillat, weil die Geschmäcker, weil die Stoffe und Partikel einfach mit drinnen haben, die man im Whisky nicht haben will. Deswegen splittet man die weg, deswegen schiebert man die ab und bei Glengoyne ist es so, dass die das Herzstück weiter nach vorne verschieben. Also es gibt einen kürzeren Vorlauf und dafür einen längeren Nachlauf. Was das macht, ist auch wieder, dass es den Whisky unheimlich rund macht. Fast schon so ein bisschen in den Charakter vom Bushmills hier hinten. Also alle drei sind eigentlich relativ runde, milde Whiskys, ja. Das ist ein Trend. Ich habe keinen einzigen rauchigen Whisky dabei. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid für alle Rauch-Malt-Fans. Ich selber trinke auch sehr gerne rauchige Whiskys. Aber ich habe offensichtlich keinen einzigen rauchigen in meinen Top 3 aktuellen Whiskys dabei. Ja, was ist das jetzt für ein Whisky? Das ist ein Sherry-Fass gereifter Whisky und zwar sind es First-Fill-Sherry-Fässer. First-Fill-Sherry-Fässer für 21 Jahre. Die Farbe, die der Whisky hat, natürlich
Mir läuft jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Die richtige Farbe, kein Zuckercouleur. So schaut der Whisky aus, das ist die Farbe. 21 Jahre First Fill Sherry. Die Farbe kommt raus. Nichts Zuckercouleur oder irgendwie was nachträglich reinklatschen, damit geil und so. Ja, jetzt habe ich den ein bisschen verdeckt. So, Bushmilch. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich sie alle drin habe. Der Leading-Charakter, der Hauptcharakter von dem Whisky, Sherry, also dunkle Frucht, Eiche, Fasscharakter, eine bisschen angenehm bittere Würze, aber wirklich angenehm, die aber umspielt ist auch von so einer Malzsüße. Also einerseits hast du so ein bisschen Bitterstoffe von dem Sherry-Fass, andererseits hast du aber auch eine wunderschöne Süße von diesem Malzcharakter, der dann noch erhalten bleibt. Wunderschöne Symbiose von diesen zwei Komponenten. In der Nase wahnsinnig stark, beim Verriechen Zartbitterschokolade, also ganz starke, tiefe Zartbitterschokolade, die noch wirklich so eine tolle, so ein Weihnachtsgewürz noch mit dazu hat. So beschreibt Glengoyne auch selbst den Whisky als weihnachtlicher, süßer Whisky mit Weihnachtsgewürzen und das stimmt. Also diese Weihnachtsgewürze finde ich auch komplett drinnen. So zwischen Nelken, Zimt balanciert das alles hin und her. Auch wieder, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, dieser Panforte-Charakter ist hier auch wieder ganz toll mit drin. Ja, und sobald der Whisky dann im Mund ist, kommt eine Honigsüße dazu. Das ist wirklich legendär. Und die bestimmt dann auch zusammen mit dem Malz und der Frucht den Abgang. Also da kommt eine so schöne Süße durch, die einfach Lust auf mehr macht. Und er hat wirklich jedes Mal in jeder Situation kommen neue Nuancen dazu, also es lohnt sich wirklich, die Zeit für den Whisky zu nehmen und intensiv mehrmals auch damit zu beschäftigen. Ja, ich hoffe jedenfalls, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Es hat mich sehr gefreut, dass endlich mal wieder Whisky Lovers Wednesday stattgefunden hat. Aber die Videos sind halt echt immer ziemlich aufwendig zu machen. Ich bin ganz ehrlich, einmal in der Woche wird wahrscheinlich schwierig werden, weil die Videos echt aufwendig sind. Vielleicht schreibt ihr mir ja einfach mal. Wären euch weniger Videos, die aber dafür länger und aufwendiger gemacht sind, lieber? Oder sagt ihr, ja, es ist zwar schön, dass das alles zwar ganz nett ausschaut, aber eigentlich wären mir Videos lieber, die so kurz und punchmäßig sind. Einfach so für Bahn oder während ihr auf den Zug wartet oder was weiß ich, in der Mittagspause in der Arbeit. Oder halt komplexe Videos, wo ihr euch selber gerne was einschenken könnt und die Zeit mit mir verbringen wollt. Ihr könnt es ja einfach, schreibt es einfach runter in die Kommentare und ja. Ansonsten? Ich habe schon lange nicht mehr hier oben reingeflüstert. Das hier, das ist ein Nocando 18 Jahre alt. Ein sehr leckerer Whisky. Aber ich höre jetzt auf mit dem Schmarrn. Bis zum nächsten Mal.